Präsidenten, Vizepräsidenten, Kanzler, Minister, Sicherheitsexperten. Drei Tage lang wurde in München auf der Sicherheitskonferenz über die Lage der Welt debattiert. Gleich am ersten Tag war es aber die Todesnachricht Alexei Nawalnys, die den Ton und auch das Thema setzte, den Umgang mit Russland nämlich. In diesem Zusammenhang wurde natürlich auch die weitere westliche Hilfe für die durch Russland angegriffene Ukraine debattiert, ebenso die Lage in Nahost. Sie haben erbittert um Avdiivka gekämpft, doch auch die dritte Sturmbrigade konnte nicht verhindern, dass die Stadt im Osten der Ukraine am Wochenende in russische Hände fiel. Der Rückzug der ukrainischen Truppen zeigte der Münchner Sicherheitskonferenz einmal mehr, die Ukraine braucht mehr Unterstützung. Und so warb der ukrainische Präsident Selenskyj um mehr Munition, mehr Waffen, auch Waffen mit größerer Reichweite. Nach Gesprächen auch mit US-Vertretern zeigte er sich zufrieden über die Solidarität seiner westlichen Verbündeten und sagte in seiner abendlichen Videoansprache: Es ist die Ukraine, die Putin stoppen und die Voraussetzungen dafür schaffen kann, dass er für all das Böse, das er getan hat, bestraft wird. Nicht nur in der Ukraine, auch auf NATO-Territorium soll die Verteidigungsbereitschaft hochgefahren werden. Darin sind sich die Konferenzteilnehmer einig. Das Szenario eines russischen Angriffs wird sich in den kommenden Jahren in den Verteidigungsetats der europäischen Länder widerspiegeln. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Für Deutschland gab der Bundeskanzler das 2%-Ziel für Verteidigungsausgaben vor. Verteidigungsminister Pistorius mahnt jedoch, dass selbst das möglicherweise nicht ausreiche und betonte: Effektive Abschreckung ist unsere Lebensversicherung. Auch deshalb, um Einigkeit und Stärke zu demonstrieren, drängt die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann auf eine rasche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine. Weiteres großes Thema der Münchner Sicherheitskonferenz, die Lage in Nahost. Aus den beteiligten Delegationen heißt es, es habe gute Gespräche gegeben, allerdings ohne echte Fortschritte. Israels Staatspräsident Herzog machte keinerlei Hoffnung auf einen baldigen Beginn von Friedensgesprächen. Eine Zwei-Staaten-Lösung lehnt Israel weiterhin ab. Nach dem Überfall vom 7. Oktober sei ein palästinensischer Staat geradezu eine Belohnung für den Krieg, den die Hamas gegen Israel begonnen habe. Unterdessen rufen die Palästinenser die internationale Gemeinschaft zu einem Aufbauprogramm für den zerstörten Gazastreifen auf. Und darüber wollen wir sprechen. Stefanie Babst jetzt bei mir, ehemalige NATO-Strategin, Sicherheitsexpertin, die selber sich die drei Tage auf der Münchner SIKO gegönnt hat. Ist gönnen das richtige Wort? Herzlich willkommen. Danke, Frau Ohm. Nein, gönnen ist nicht das richtige Wort. Aber ich habe natürlich einen Teil da auch mit verbracht und mit meinem eigenen Netzwerk und Kollegen geredet. Und das war so ganz interessant. Ist aus Ihrer Sicht eine Message, die man da jetzt mitnehmen kann, die möglicherweise auch im Kreml wahrgenommen wird? Wenn ich jetzt sehr provozierend antworten würde, würde ich sagen, die Message, die aus München gekommen ist, in den Augen des Kremls vielleicht, ist, dass wir nach wie vor keinen wirklichen Schritt vorangekommen sind. Wir sind immer noch bei den Soundbites, wir sind immer noch bei den gleichen Messages. Wir sagen immer noch, wir wollen die Ukraine unterstützen und wollen mehr tun. Das haben wir auch schon vor 2 Jahren gesagt und haben es eben nicht hinbekommen, wirklich auch langfristig militärische Unterstützung zu organisieren und zu koordinieren. Und wenn ich im Kreml säße, wäre ich da relativ entspannt. Woran hakt es? Also fehlt der politische Willen? Fehlt vielleicht möglicherweise bei einigen noch immer das echte Verstehen, mit wem sie es da im Kreml zu tun haben und wozu der Mann fähig ist mit den Leuten um sich herum? Also es gibt ganz sicherlich einige Figuren auf oberster politischer Ebene. Dazu zähle ich beispielsweise den tschechischen Präsidenten Peter Pavel oder auch die estnische Premierministerin Frau Kallas und andere, die seit langer Zeit wissen, mit wem wir es dort zu tun haben. Aufgrund auch eigener Erfahrung. Auf eigene Erfahrung, aber auch einfach, weil sie eine gute strategische Analysefähigkeit haben und weil sie sich auch trauen, das so auszusprechen, das so in ihren Bevölkerungen zu kommunizieren. Und dann gibt es eben wiederum sehr viele, die zwar diese Lippenbekenntnisse abliefern, diese Solidaritätsbekundungen, aber am Ende das nicht in Handlung umsetzen oder nur sehr wenig in Handlung umsetzen. Und so muss ich auch leider sagen, fand ich die Rede von dem Bundeskanzler, unserem Bundeskanzler,
wenig inspirierend, wenig mit neuen Erkenntnissen, wenig mit Mut, so nach vorne zu schauen und den Ernst der Lage auch wirklich zu kommunizieren. Schauen wir vielleicht auf die zwei großen Felder, von denen man jetzt denken würde, da ist intensiv drüber gesprochen worden. Das eine natürlich die Ukraine. Diese Lippenbekenntnisse, von denen Sie sprechen, haben zu was für einer Reaktion denn bei den Ukrainern geführt, die ja ebenfalls prominent vertreten gewesen sind? Was ist Ihr Eindruck? Wie gehen die damit um? Also Präsident Zelensky stand auf dieser Bühne sichtlich müde, sichtlich erschöpft und auch sichtlich frustriert. Und dennoch musste er das tun, was er seit 2 Jahren immer tut. Mhm. Immer wieder appellieren an die Alliierten, an die Verbündeten, um zu sagen, guck mal, wir dürfen keine Angst haben. Und gleichsam eben weiter zu betteln, immer wieder zu fragen, könnt ihr uns eben Pakete geben? Und ich hatte den Eindruck, das fiel ihm diesmal sichtlich schwer, diese Botschaft rüberzubringen. Und das klang ja auch so ein bisschen durch in dieser Formulierung, fragt nicht uns, wie lange der Krieg dauert, sondern fragt euch, warum Präsident Putin das immer noch kann, uns jeden Tag anzugreifen. Die Lage in Nahost, wie ist die debattiert worden und mit welchem Fokus? Also es gab da ganz sicherlich etliche Side-Events, neben Diskussionsschauplätze, wo das Thema Israel und die laufenden Operationen im Gazastreifen thematisiert wurden. Aber ich fand es erstaunlich, dass das eigentliche, wesentliche strategische Thema, nämlich die Rolle des Irans, kaum prominent diskutiert wurde und schon gar nicht mit konkreten Politikvorschlägen versehen war. Also außer etwas zu beschreiben als Problem, habe ich also da sehr wenig gehört. Frau Babs, ich bedanke mich, dass Sie Ihre Erfahrung auf der Münchner SIKO hier mit uns geteilt haben. Danke. Aber doch sehr gerne. Ihnen einen schönen Tag. Danke. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.